So, willkommen zu diesem Video. Mila ist gerade hier ins Haus gegangen, um nach Andor zu gucken. Hier habe ich ein bisschen Möhre und Körner hingestreuselt und so Papierflocken, damit er warm ist. Also das sollte jetzt erstmal das Video schnell werden. Über ein Jahr Mäusekäfig, also ein Jahr neues Mäusegehege gebaut ist. Und ja, also schauen wir uns das mal von außen an. Ach ja, hier habe ich übrigens so einen Aufkleber, keine Ahnung, habe ich mir irgendwann mal so ein Etikett auf der Straße gefunden. Und es ist gerade nur Mila zu Hause, keine Ahnung wieso. So, das ist ungefähr 60 breit und bis hierhin 1,10 Meter lang. Es ist hier abgeschrägt, damit ich hier zwischen dem Kaninchenkäfig und der Tür noch durchlaufen kann. Ja, weil das in dem Zimmer hier nicht mehr anders möglich ist, weil hier sind ja auch noch die ganzen anderen Gehege drin und so. Hier haben wir etwa bis dorthin 20 cm Einstreu drin. Dann hier ein Haus, wo sie sich unterirdisch dann vergraben tun, naja. So, hier haben sie unterirdisch auch noch etliche Höhlen und so, Gänge, also aus Röhren. Hier ist zum Beispiel ein Haupteingang. So, wo seid denn ihr alle eigentlich? Man kann hier echt so schlecht filmen. Komm mal her. Naja, da drinnen ist irgendwie auch noch ein unterirdischer Eingang auf jeden Fall. Ja, auf der Etage habe ich dieses Häuschen hier. Andor möchte natürlich jetzt nicht gestört werden. Ja, da muss ich hier ein bisschen ausruhen und aufwärmen und so. Andor, hi. Moment. So. Ja, der ist ziemlich mitgenommen. Und Mila geht auf die dritte Etage. Hier ist übrigens das Laufrad. Ja, hier ist leider nicht aufgeräumt, aber ich habe jetzt echt gerade keine Nerven. Ja, hier sieht es aus wie Sau. Möhren und andere Reste, Gurke. Hier ist ein bisschen Wasser. Mila macht vor, wie sie Wasser trinkt. Ich habe es extra voll gemacht, damit auch Andor dort rankommt, wenn er nicht mehr so richtig kann. Naja, es sieht aus, ja, ich weiß, man kann hier noch einiges verbessern. Aber naja, was soll ich sagen? Die anderen Mäuse lassen sich gerade hier nicht blicken, aber ach, ihr werdet sie auch in anderen Videos wieder sehen. Die sind gerade unterirdisch hier vergraben, alle irgendwo. So, hier natürlich die Tür. Mila. Ja. So. Hier. Okay, es hält jetzt gerade auch ohne Nagel. Kann man das hier so schön hier so festmachen. So. Ja, das ist das Mäusegehege. Mehr oder weniger. Ja, naja, naja, naja. Und Mila passt noch ein bisschen auf Andor auf. Ach Menno. Andor. Jo. Na gut, dann tschüss, bis zum nächsten Mal.